Guten Morgen aus der Obersteiermark. Aus einer Region in der Welt mit zwei Jahreszeiten, nämlich ohne Schnee und mit Schnee. Und seit heute Nacht haben wir die zweite Jahreszeit betreten, mit Schnee. War nicht vorausgesagt, war sehr überraschend für alle. Bin auch ein bisschen traurig. Nicht weil Schnee ist, sondern weil es durch den sehr, sehr nassen Schnee, der es ist, und die Bäume noch Blätter hatten, einen Apfelbaum von uns erwischt hat, einen neu gepflanzten, einen von drei. Da war einfach die Schneelast zu groß und die Blätter haben den noch gehalten und dann ist ein Stück abgebrochen, der gesamte obere Teil, und das haben wir heute Morgen gesehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so eine Traurigkeit bezüglich Bäumen, wenn es ihnen nicht gut geht. Oder natürlich nochmal anders, wenn man sie hochgezogen hat, gepflanzt hat und sie haben dann zum ersten Mal Früchte, wie in diesem Jahr, also Äpfel. Und dann ist ein Teil einfach abgebrochen. Also es ist so die Grundstimmung. Aber ich möchte natürlich euch nicht den Morgen vermiesen oder den Mittag. Ich werde es wahrscheinlich erst am Mittag raushauen. Ich war ein paar Tage unterwegs. Und habe da mit Menschen gearbeitet und da ist mir wieder was in den Sinn gekommen, weil es eine der Hauptfragen war, die sie dann im Kern hatten, nämlich die berühmt-berüchtigte Frage bei der inneren Arbeit, der geistigen Arbeit: Ist das jetzt Wahrheit oder habe ich mir das eingebildet? Haha, wer kennt sie nicht? Und die Antwort ist bei mir immer recht klar. Das ist auch ein Teil der kommenden Workshops, die ich in diesem Jahr noch anbieten werde. Da geht es auch immer wieder, egal um was es geht, sind ja verschiedene Aspekte, die da behandelt werden bei den Workshops, aber es geht auch immer um diesen Anteil. Was fühle ich und kann ich dem, was ich fühle oder innerlich fühle, sehe, vertrauen? Geht das? Oder bilde ich es mir ein? Ist nicht so ganz einfach, gibt es ein paar Parameter, aber das würde den Rahmen hier sprengen. Und so ganz einfach ist das auch nicht, aber es ist lohnenswert, weil wenn man das nicht schafft, wenn man das auf dem spirituellen Weg nicht schafft, sich da für sich ein klares System zu haben, um etwas zu überprüfen, was auch immer das ist, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, dann kommt man auf dem Weg der Akzeptanz seiner eigenen inneren Wahrheit nicht viel weiter. Dann bleibt man irgendwann stehen, man stellt sich nämlich immer wieder selbst die Beine, weil die Bilder oder Informationen, die man bekommt, zweifelt man an und damit verlieren sie im Prinzip auch schon direkt ihre Kraft. Und da gab es ein Bild, was alle Menschen hatten, die mit denen ich arbeiten durfte. Und das war ein Bild in ihrem Inneren. Das Bild von einem heiligen Raum, in dem sie leben. Natürlich ist der Raum begrenzt, weil man kann ja immer nur das sich vorstellen, was um einen herum ist. Aber diese Welt, die sie in sich selbst getragen haben, die war heilig. Die war heilig. Das sind Kinderträume, das sind naive Träume, das sind was auch immer für Träume, wie man sie nennen möchte, als unrealistisch bezeichnen sogar. Aber die haben alle eine Ähnlichkeit. Und das ist bei den allermeisten Menschen noch da, die sich das noch nicht haben nehmen lassen. Nämlich ein heiliger Hain, paradiesische Zustände. Kein Krieg, keine Gewalt, keine Krankheit, kein Tod, kein Abschied, kein Leid, kein Töten, keine Gewalt. Die tragen alle Menschen in sich, die das noch haben. Und da gibt es die Frage, auch, wenn ich so ein Bild im Herzen habe und diese Welt dann im Geist auch vielleicht betreten kann und mich da wohlfühle, ist das Wahrheit oder habe ich mir das eingebildet? Ganz wichtige Frage. Wahrscheinlich eine der wichtigsten Fragen überhaupt in diesen Weltenzeiten. Denn eins kann es nicht sein.
Es kann nicht etwas sein, an das sich diese Menschen in ihrem Leben erinnern können. Es kann nicht sein, an das sich diese Menschen erinnern zu können aus vorangegangenen Leben innerhalb dieser Dichte der Schwingung. Also seit einigen Tausenden von Jahren, weil innerhalb dessen gab es immer die Notwendigkeit des Tötens oder des Lebennehmens. Ob das jetzt tierische Nahrung ist oder ob das pflanzliche Nahrung ist. Es gab immer Hierarchien von Menschen, die sich über andere aufgeschwungen haben und denen ihren Willen aufgedrückt haben. Es gab immer Teilungen, es gab immer, das sind die, das ist das. Es gab Hautfarben. Wow, was für ein Konzept. Irgendwie ist total komisch. Das ist irgendwie, keine Ahnung, was das ist. In der Sonne ist das oftmals pink, aber nicht weiß. Und ob schwarz schwarz ist und rot rot und gelb gelb, naja, mal genau hingucken. Also irgendwie, naja, das wird jetzt ein bisschen zu weit. Also wo haben diese Menschen im Kollektiv dieses Bild her von einem paradiesischen Zustand? Da ist es gibt keine Referenz. Die gab es nie. Ich mochte die sehr, sehr gerne. Ich durfte mal vor ein paar Jahren so richtige Indigene kennenlernen. Da durfte ich ein paar Mal. Aber das waren Crow-Indianer. Die waren cool, so wie sie waren, will ich gar nicht mehr darüber erzählen, aber die waren authentisch. Die hatten noch das Wissen ihrer Vorväter und Vormütter und den Sonnentanz. Die waren cool. Und es war sehr schön, mit denen zu reden. Aber ich habe denen eine Frage gestellt und habe gesagt, sagt mal, habt ihr Geschichten in euren Völkern von den Zeiten, bevor der weiße Mann euer Land betreten hat? Habt ihr euch da auch schon bekriegt und getötet? Ja, sagten sie, klar haben wir das. Ja, also da wurde auch schon geraubt und getötet. Und der eine meinte, er hätte das Recht zu oder was auch immer, wie auch immer das Spiel dann gespielt wird. Ist doch verrückt, oder? Und dann habe ich für mich, das war sehr, sehr befreiend, weil ich sagte, okay, das ist dann auch kein paradiesischer Zustand. Der ist vielleicht anders eingebunden in die Natur und mit der Natur leben und mit der Natur wandern und mit den Jahreszeiten. Ja, 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 klar, ohne Frage. Toll, toll, toll. Das haben viele westliche Zivilisationen mal eben komplett verloren. Aber getötet haben die sich auch. Das ist blöd. Also woher kommt dieses heilige Bild in uns oder in euch? Ich beziehe euch jetzt einfach mal da ein. Die keine Referenz hat, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Denn wenn es nichts gibt, das ich bereits kenne, kann ich es mir auch nicht vorstellen. Das läuft immer nach den Parametern des Lebens. Ich kann mir vorstellen, ich fliege. Aber dann gibt es den Parameter der Vögel. Und man kann den Vogelflug sich vorstellen, wie der Vogel guckt. Oder von mir ist auch der Pilot. Aber es gibt so etwas. Ja? Es muss immer eine Referenz geben, in dem, was ich träumen kann, was ich mir vorstellen kann. Und das gibt es eben bei allumfassenden Frieden, Gesundheit, Abschaffung des Todes. Da wird es diffizil, aber da kann man auch mal drüber reden. Aber am liebsten würden das die Leute haben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Es ist eine Erinnerung aus vergangenen Zeitaltern, die mit dieser Schwingung und dieser Dichte nichts zu tun haben. Oder es kann eine Vorausahnung sein in Richtung eines Zustandes, der bereits festgeschrieben steht und den wir vielleicht nicht in diesen Körpern, aber als Seelen, Geist, Wesen irgendwann betreten werden oder beides. Und wenn ihr euch da mal reinfallen lasst, dann passiert was. Also bei mir passiert was und bei den Menschen, die ich da in den Einzelarbeiten oder auch in den Workshops da hinbringe, passiert auch was. Da wird was aktiviert, reaktiviert. Und vielleicht ist diese Kraft, die dann da ist, hier ist, eine der wichtigsten Dinge im
aktuellen Zeiten und Weltenwandel und diesem absoluten Chaos, das wir haben. Soweit die heutigen Almgedanken. Bisschen nachdenklich wieder. Bisschen traurig wegen dem Apfelbaum. Auch noch ein bisschen erschöpft, weil mein Frühsport war heute Morgen Schneeschaufeln, 1,5 Stunden lang. Aber trotzdem mit einem Kribbeln hier. Und das möchte ich euch jetzt so liebevoll weitergeben. Also habt's fein. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wunderschöne Tage. Und auf bald.